Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich freue mich sehr, Sie hier so zahlreich zum ersten Vortrag im neuen Jahr dieser Reihe Wissenschaft im Sauriersaal begrüßen zu dürfen. Das Thema des heutigen Abends, Mensch und Mikrobe, Feind und Freund, gibt uns ja so etwas Kopfzerbrechen auf. Zunächst mal Feind und Freund und Freund. Oder ist es nicht vielleicht doch entweder Feind oder Freund oder geht beides? Da kommt man etwas ins Rätseln. Und dann denken wir nach, was sind denn eigentlich Mikroben? Das sind doch diese garstigen kleinen Krankheitserreger, vor denen man sich schützen sollte durch ziemlich strikte Hygiene. Und in dieser feuchten und kalten Jahreszeit steckt man sich leicht an. Man sollte vielleicht größere Menschenansammlungen vermeiden und Leuten, die mit schniefender Nase herumlaufen, nicht die Hand geben. Und dann kommen doch vielleicht andere Assoziationen. Vielleicht hat man schon mal von der Hygienehypothese gehört, die besagt, dass Mikroben unser Immunsystem trainieren. Also haben wir doch was davon. Und vielleicht ist ja sogar was dran an der alten Volksweisheit, Dreck macht Speck. Ja, und in den letzten Jahren kommen immer mehr Berichte, dass der Mensch ja eigentlich gar nicht allein lebt, sondern dass er ein Biotop ist, ein lebender Zoo. Man kann auch sagen, eine wandelnde Bakterienkolonie. Denn wir haben in unserem Darm alleine über 1 Kilo Bakterien, das wir mit uns herumschleppen. Und wenn wir die Zahl aufschreiben wollten, die Anzahl der Bakterien, dann wären das so viele Nullen, dass uns ganz schwindelig wird. Sind das alles unsere Freunde oder unsere Feinde? Ganz sicher wird der Vortrag heute Abend Ihnen einige dieser Fragen beantworten. Aber er wird hoffentlich auch neue Fragen aufwerfen. Das ist nämlich die Absicht, die hinter dieser Vortragsreihe Wissenschaft im Sauriersaal steckt, die wissenschaftliche Inhalte in die Öffentlichkeit vermitteln möchte. Die Reihe wird veranstaltet oder ist initiiert worden von der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, vom Museum für Naturkunde Berlin und von der Schering-Stiftung. Das ist eine nahezu ideale Partnerschaft, denn es gibt wohl kaum einen geeigneteren Ort, um Wissenschaft vorzustellen, als dieses wunderbare Museum hier. Und wenn man dazu noch einen Partner hat, der das mitfinanziert, wie die Schering-Stiftung, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Wenn Sie den neuen Flyer angeschaut haben, der am Eingang auslag, dann werden Sie gesehen haben, dass wir in diesem Jahr sehr viele Themen aus dem Bereich Nahrung und Ernährung haben. Ein Themenkomplex, der die Öffentlichkeit ziemlich bewegt, der aber auch ein Forschungsschwerpunkt der Lebenswissenschaftlichen Fakultät ist. Deswegen haben wir es dieses Jahr darauf konzentriert, aber es ist nicht streng, sondern es sind unterschiedliche Themen, die in diesen Rahmen passen. Sie können sich, das werden Sie auch vielleicht gelesen haben, jeweils 4 Wochen vor dem Vortrag per Internet anmelden. Die Vorträge sind immer freitags um 19.30 Uhr. Sie können aber schon etwas eher kommen und können dann ab 19 Uhr mit Freunden, Kollegen, Familie, wie Sie wollen, herkommen, ein Glas Wein genießen. Und im Anschluss an den Vortrag steht Ihnen das Museum bis 22 Uhr offen. Sie können dann hier alle Schätze bewundern oder, wenn Sie ein persönliches Tête-à-Tête mit Tristan, dem Tyrannosaurus und seinen Verwandten hier möchten, dann steht Ihnen das natürlich offen. Die Organismen, mit denen wir es heute Abend zu tun haben, sind allerdings um Größenordnung kleiner als diese Saurier hier. Es sind Mikroben, mit denen uns Professor Stefan Kaufmann bekannt machen wird. Er ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie hier in Berlin. Gleich ein paar Straßen weiter, hier in Mitte. Stefan Kaufmann ist Immunologe und er hat seine wissenschaftliche Arbeit konzentriert
auf die Mechanismen des Immunsystems, die bakterielle Erreger abwehren. Und ganz besonders fokussiert ist er dabei auf den Erreger der Tuberkulose oder Schwindsucht, Mycobacterium tuberculosis. Dieses Bakterium war ja bis vor nicht allzu langer Zeit auch hier in Deutschland ein Riesenproblem. Robert Koch, der hier in Berlin gearbeitet hat, hat Wesentliches dazu geleistet. Aber noch bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es Tuberkulose, die mittlerweile hier so gut wie ausgestorben ist, dank Antibiotika und dank Hygiene. Aber in anderen Teilen der Welt ist Tuberkulose nach wie vor eine der ganz großen Killerkrankheiten. Und etwa ein Drittel der Menschen weltweit sind mit Tuberkulose infiziert. Auch wenn nicht alle erkranken, das ist eine riesige Zahl. Auf diesen Erreger hat Stefan Kaufmann sich konzentriert. Und er ist hier einer der weltweit am meisten zitierten Experten. Seine Forschung oder seine Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass er seine exzellente Grundlagenforschung in den Kontext der Anwendung stellt. Er möchte also die Ergebnisse für die Gesellschaft zugänglich und verwertbar machen. Und unter anderem haben seine Forschungen zur Entwicklung eines Impfstoffs geführt, der jetzt klinisch geprüft wird. Eine solche Impfung wäre ein Riesenfortschritt für die Gesundheit von Millionen von Menschen. Aber auch darüber hinaus engagiert Herr Kaufmann sich für die Wissenschaft, indem er zum Beispiel in zahlreichen wissenschaftspolitischen Beratungs- und Entscheidungsgremien tätig ist. Stefan Kaufmann hat Biologie studiert, und zwar in Mainz. Dort hat er auch promoviert und hat sich dann nachher in Richtung Immunologie orientiert. Er hat an verschiedenen Universitäten gearbeitet, hier in Berlin an der Freien Universität, in Bochum an der Ruhr-Universität, an der Universität Ulm und lange Zeit auch am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg. Und seit 1993 ist er hier Gründungsdirektor des sehr erfolgreichen Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie. Er hat die Ehrendoktorwürde der Universität Marseille erhalten. Er hat zahlreiche andere Ehrungen und Preise erhalten, die ich hier nicht nennen werde, weil das den Rahmen sprengen würde. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina und andere Akademien. Und er hat zahlreiche Rufe erhalten auf großartige Positionen im In- und Ausland, die er bisher aber alle ausgeschlagen hat. Und das ist ein Glück, denn so haben wir ihn hier behalten und können heute Abend seine Einführung in das Leben der Mikroben genießen. Stefan, wir sind jetzt alle sehr gespannt auf deinen Vortrag und ich darf dich bitten anzufangen. Herzlichen Dank, Richard, und herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Kommen und für Ihr Interesse. Ich weiß, wir haben Schmuddelwetter und wir werden da auch nochmal drauf zurückkommen. Das ist ja immer so eine Art Angst vor Grippe, Husten und Heiserkeit. Also herzlichen Dank fürs Kommen und für Ihr Interesse. Denn ich wollte heute über Mensch und Mikrobe reden und Sie als Feind vorstellen in erster Linie, aber ganz zum Schluss Ihnen doch zeigen, dass wir diese Mikroben auch brauchen. Natürlich sind es nicht dieselben. Einige sind eben doch sehr feindlich gestimmt, aber andere sind unsere Freunde und ohne sie hätten wir es recht schwer, wenn wir überhaupt das ohne sie schaffen würden. Lassen Sie mich mit einem Statement oder mit vier Statements beginnen, die vielleicht nachher, später, ganz zum Schluss auch klar werden, warum sie zusammenhängen. Bei einem ist es wahrscheinlich gleich klar und bei anderen wundern Sie sich vielleicht, dass ich es hier bringe. Die Mikrozephalie, also diese Kleinköpfe bei Neugeborenen, die natürlich auch ein kleines Gehirn mit sich hinziehen, nimmt enorm zu, insbesondere in Lateinamerika. Ein Bericht vor einigen Monaten sagte, fast 90% aller Putenfleischproben, wohlgemerkt Stichproben, sind mit resistenten Bakterien kontaminiert. Eine aus meiner Sicht schreckliche Zahl. Der erfolgreichste Krankheitserreger
ist nicht zu stoppen. Und Richard hat schon angedeutet, da werden wir kurz auf die Tuberkulose kommen. Und dann was, was vielleicht etwas abseits hier stehen mag, aber Sie werden nachher sehen, dass es doch hierher gehört. Minister Gabriel unterzieht sich einer Magenoperation ganz vor kurzem. Wie das zusammenhängt, wie gesagt, schauen wir uns zum Schluss nochmal an. Ja, als Krankheitserreger haben Mikroben die Schlagzeilen seit Jahrzehnten immer beherrscht und sie tun das auch noch heute. Ich will hier gar nicht groß auf die Einzelnen eingehen. Sie wissen, SARS, Zika, Ebola sind die großen Schlagworte. Und auch diese Woche, ja, diese Woche kam es auch wieder mal in die Schlagzeilen. Nicht auf der ersten Seite, aber doch. Die Hygiene in Krankenhäusern ist mangelhaft, bis zu 30.000 Tote. Das war in ARD plus minus am Mittwoch zu sehen und zu hören. Französische Kliniken sollen nur noch die wichtigsten OPs durchführen, um Platz zu haben für Grippeerkrankte. Und auch in Brandenburg setzt nun die Putenkeulung ein. 11.000 Puten wurden dieses Jahr in Brandenburg, in dieser Woche in Brandenburg getötet. Der eigentliche aber Schlagzeile, die eigentliche Schlagzeile aber ist Ebola. Ebola, das im März 2014 in Westafrika ausbrach, dann sehr rasant sich ausbreitete, erst von der WHO vernachlässigt wurde oder ignoriert wurde, dann aber erkannt wurde, was für eine Probleme Ebola darstellt. Médecins Sans Frontières war da schon längst vor Ort und hat sehr viel mehr getan. Die Vereinten Nationen rufen dann eine Mission zusammen, die sie sonst immer in Kriegsgebiete schicken. Das ist ja auch eine Art Kriegsgebiet, aber diesmal ist es ein Krieg gegen Ebola gewesen. Es war erstmals, dass es bei einem Gesundheitsnotstand zu einem Ausruf einer Mission kommt und auch zu der Sendung, Aussendung einer Mission nach Westafrika. Ende 2015, Anfang 2016 war es dann weitgehend vorbei. Die WHO erklärte das Ende. Aber immerhin 30.000 Erkrankte und 12.000 Todesfälle knapp sind zu verzeichnen. Der Eisberg oder die Spitze des Eisbergs? Nun, wenn wir uns mal anschauen, dass jedes Jahr ca. 15 Millionen Menschen an Infektionskrankheiten versterben, dann ist das natürlich wirklich eine verschwindend kleine Zahl. Weniger als 1 Promille aller Todesfälle waren in diesen Jahren durch Ebola hervorgerufen worden. Da können wir uns schon fragen, ist das überhaupt eine reale Bedrohung oder ist es vielleicht mehr etwas Empfundenes, dass wir nur Angst haben, ohne dass hier auch reale Gründe dafür vorliegen. Und genau darüber wollte ich heute mit Ihnen sprechen. Ich will beginnen mit einigen epidemiologischen Begriffen und vielleicht versuchen, mit Ihnen zu klären, warum eine Infektion schlimm für den Einzelnen ist, aber für die Gemeinschaft, für uns Menschheit zum Beispiel eben doch erst dann dramatisch wird, wenn sie zu einer Pandemie wird, also sich ausbreitet. Und dann will ich über die horrenden Kosten sprechen und wir gehen dann weiter mit dieser Agenda. Hier im Sauriersaal bietet sich's natürlich an zu schauen, ob auch schon Sauriere Infektionskrankheiten durchmachten. Und in der Tat ist dies der Fall. Hier sehen Sie einen Tyrannosaurus Rex, nicht Tristan, den Sie nachher da hinten bewundern können, sondern ein Kollege von ihm, der 1943 bereits entdeckt wurde, ausgebuddelt wurde und bei dem man dann feststellte, dass in den Kieferknochen tiefe Läsionen, tiefe Löcher zu finden sind. Und es gilt als ziemlich gesichert, dass es sich hier um eine Infektionskrankheit handelt, mit Trichomonaden übrigens, einem Hühnchenerreger auch heute noch, der wahrscheinlich den Schlund dieser Tiere so verkleinerte, dass sie nichts mehr schlucken konnten und verstarben. Das war schlimm für diesen einzelnen Kollegen, Tyrannosaurus Rex, aber es ist was ganz anderes als eine Pandemie. Infektionen sind Einzelfälle, sie sind schlimm, aber sie haben keine größeren Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Das kommt erst dann in Frage, wenn es erst eine Epidemie wird, dann ist es lokal. Eine Endemie, dann ist es auch lokal, bleibt aber über Jahrzehnte, Jahrhunderte bestehen. Und gefürchtet von uns allen natürlich die Pandemie, wenn die Infektion also von einem auf den anderen springt und sich in der Bevölkerung ausbreitet. Das ist es, was uns ausmacht. Und das gab es damals noch gar nicht. Ein
Dino konnte sich infizieren, konnte einer Infektionskrankheit sterben, aber die große Ausbreitung über den Globus, die war damals noch gar nicht möglich. Denn da gehört der Mensch dazu, dass sowas klappt. Das sind in erster Linie Ungleichheit, Urbanisierung, also Verstädterung und natürlich die Globalisierung, die eine ganz große Rolle spielen. Lassen Sie mich zum ersten Punkt kommen. Und das ist die Ungleichheit, die sich natürlich besonders widerspiegelt hier in Armut und Unterernährung. 10% aller Menschen leben unter einer Bedingung der extremen Armut, nämlich etwa 1,90 Dollar pro Tag. Da hat man natürlich kein Geld für Krankheitsvorsorge, da hat man kein Geld auch für irgendwelche therapeutischen oder andere Interventionsmaßnahmen. Da geht es um Hunger oder nicht zu sagen sogar um Unterernährung. Und das Problem ist, das Ganze ist ungleich verteilt. Ich weiß nicht, ob Sie diese Karten kennen, World Mapper, die bringen das vielleicht am besten dar. Dies ist die geografische Darstellung unseres Globus auf einer zweidimensionalen Seite natürlich. Und was Sie sehen ist, große Länder sind groß, kleine Länder sind klein. Sie werden sagen, selbstverständlich. Man kann das aber auch ganz anders darstellen, zum Beispiel Nutzung von PKWs. Da sehen Sie auf einmal USA, Europa, Japan als riesige Staaten, Afrika verkümmert, Indien ganz schmal, China ganz klein. Und genau umgekehrt sieht es aus, wenn Sie auf die Armut schauen. Die Armut, die absolute Armut, dick vertreten in Indien, China, aber eben auch auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist, was ich meine mit Ungleichheit, die ungleiche Verteilung von Armut, Unterernährung, die ebenso am besten verdeutlicht wird auf diesen World Mapper. Karten. Zweiter Punkt, Urbanisierung. Schon heute lebt jeder zweite Mensch in einer Stadt. 2/3 der Stadtbevölkerung in Asien, aber auch in Subsahara-Afrika leben in Städten, aber sie leben in erster Linie in Slums und Townships. Und es wird weiter so gehen. Bis 2050 werden 7 von 10 Menschen in einer Stadt leben, die meisten in Afrika und Asien und die meisten eben, wenn sich nichts ändert, das können wir noch nicht voraussagen, wenn sich nichts ändert, in Slums oder in armen Ländern. Und Ebola hatte diesen Trick aufgegriffen. Er kam aus dem Urwald, wir werden nachher noch mal darauf zu sprechen kommen, erreichte die Städte Westafrikas, die ärmsten Teile der Städte und konnte sich dort ungehindert ausbreiten. Der dritte Punkt, vor dem wir in Europa natürlich immer am meisten Angst haben, ist die Globalisierung. Denn wir leben heute in einem globalen Dorf. Dies ist eine Schnappschussaufnahme, könnten Sie sagen, aller Flüge zum Zeitpunkt X an einem Tag. Und was Sie sehen ist, wir leben wirklich verbunden mit allen Teilen der Erde, Arktis, Antarktis vielleicht mal ausgenommen. Jeden Tag steigen 10 Millionen Menschen in ein Flugzeug, macht etwa 3,5 Milliarden Flugpassagiere pro Jahr. 1 Milliarde Grenzüberschreitungen, Übertretungen pro Jahr. 65 Millionen, das ist ja auch etwas, was in den Schlagzeilen immer häufiger vorkommt, 65 Millionen sind heimatlos oder leben auf der Flucht. Und Deutschland hat ja 2015 mit 1 Million Flüchtlinge auch es doch aus meiner Sicht ganz gut hinbekommen. Abschottung ist hier einfach unmöglich. Denn Krankheitserreger scheren sie nicht um Passkontrollen. Sobald eine Person einen Bus, sobald eine Person ein Flugzeug betreten hat, ist auch der Erreger mitgegangen und hat die Möglichkeit natürlich, sich im Flieger bereits auszubreiten, was auch häufig bereits geschehen ist. Da hilft es nichts mehr, dass sie dann an der Grenze die Person abweisen. Der Erreger hat schon den Eintritt gefunden. Integration ist da sicher besser als Ausschluss. Und teuer, meine Damen und Herren, teuer ist das Ganze auch noch. Sie erinnern sich vielleicht noch an SARS 2008, 2010, Severe Acute Respiratory Syndrome, also eine schwere Atemerkrankung. Waren gar nicht so viele Menschen betroffen, global gesehen, aber 50 Milliarden Verlust.
Da rechnen wir jetzt nicht nur mit die Krankenversorgung, die Kosten für die Versorgung der Kranken. Wir rechnen alles andere auch ein. Und einer der großen Verlierer war zum Beispiel die Lufthansa und auch Singapore Airlines, die eben ihre Flüge stornieren mussten und teure, aufwendige andere Maßnahmen ergreifen mussten, um aufgrund des SARS-Ausbruchs ursprünglich in China und dann in Asien. Sie erinnern sich noch an BSE, Herr Gigerenzer hat das letzte Mal auch davon gesprochen. Natürlich ist es keine bedeutende Krankheit gewesen, aber teuer war es trotzdem. Lediglich 190, 200 Menschen erlitten dann Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung, aber der ganzen Kosten von Keulungen beliefen sich dann doch auf 10 Milliarden Euro Verlust. Ähnlich ein Ausbruch in Großbritannien in der Maul- und Klauenseuche. Da war der Ebola-Ausbruch mit 1 Milliarde noch eher gering. Aber Ebola, meine Damen und Herren, hat etwas bewegt. Es war nicht nur eine humanitäre Krise in Westafrika, es hat auch einen Weckruf gegeben, einen Weckruf an die Weltgemeinschaft, über die Kosten nachzudenken. So trivial und vielleicht so trocken das klingen mag, letztendlich sind halt doch Kosten häufig das Wichtigste. Und im Nachhinein zur 2007-08-Krise in den Banken wurde ähnliche Berechnungen angestellt und herauskam, dass wir mit 30 bis 60 Milliarden Euro pro Jahr rechnen müssen durch neue Seuchen. Das ist jetzt auch aufgenommen worden in der Weltbank, G7, G20 sprechen davon. Hoffen wir, dass es nicht nur bei Worten bleibt, sondern dass auch Taten folgen werden. Denn die Politik zumindest aus meiner Sicht hat es jetzt endlich auch begriffen, Vorsorgen ist besser als Nachräumen. Und wenn eine Seuche erst gar nicht auftritt, dann wird es eben doch nicht ganz so teuer. Und dann vergessen wir natürlich dabei häufig ganz die Pandemien, die uns schon lange quälen und die ja ganz genauso dramatisch sind. AIDS, Tuberkulose, wenn wir alle Unkosten zusammenrechnen, kommen wir auf 100 bis 200 Milliarden jährlich durch diese zwei großen Seuchen allein. Enorme Beträge, die die Politik und die Wirtschaft langsam erst zu erkennen beginnt. Lassen Sie mich jetzt etwas über neue Krankheitserreger sprechen und wo die typischerweise ausbrechen. Da gibt es erst einmal die drei großen K, Klimaveränderung, Krisen, Katastrophen und darüber möchte ich heute nicht reden. Ich möchte vielleicht auch unter dem Konzept des dieses Jahres, dass es hier viel um Ernährung geht, eher reden über Wildnis und Massentierhaltung und dann Antibiotikaresistenz, wie sie neu ausbrechen. Lassen Sie mich mit der Wildnis beginnen, im Zusammenhang natürlich immer der Globalisierung und Ungleichheit. In den letzten 20, 30 Jahren hatten wir etwa 150 Ausbrüche von neuen Infektionskrankheiten. Eine ganze Menge eigentlich. Die meisten waren eher Versager und haben es nicht weit gebracht. Einige waren recht erfolgreich. Ebola irgendwo dazwischen, SARS und die ganz, ganz große Katastrophe natürlich HIV-AIDS seit 1970 bis Anfang 80er Jahre über den ganzen Globus ausgebreitet. Eine der größten Seuchen und kritischen Fälle überhaupt in der Infektionsgeschichte überhaupt. 40% aller dieser Zoonosen, also Erkrankungen, die von Tieren auf den Menschen springen, sind Viren, denn die meisten neuen Erkrankungen sind hervorgerufen als Zoonosen. Das heißt, ein Erreger springt von einem Tier auf den Menschen. Meistens geht das schief, denn der Mensch ist doch ganz anders als ein Tier. Und ein Erreger kann man meistens sich gar nicht an den Menschen adaptieren. Aber wenn es klappt, und wie gesagt, in etwa 100, 120 Fällen hat es geklappt, dann kann es knallen. 30% Bakterien, 10% Protozoen und einige Würmer und Pilze auch. Und hier müssen wir in der Wildnis noch einen vierten Faktor reinbringen zur Urbanisierung, Globalisierung und Ungleichheiten. Das ist die Entwaldung. Jährlich verlieren wir 13 bis 15 Millionen Hektar Wald durch extensive Waldung. Das ist an sich schon schlimm genug, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden, sondern ich will betonen, dass es auch noch die selektive Fällung von Edelhölzern gibt. Sie müssen sich das zum Beispiel im Kongobecken so vorstellen, dass Schneisen geschlagen werden durch den Urwald, um an die Edelhölzer zu kommen und die werden dann dort gefällt. Das sind kleine Gruppen, kleine Teams von Holzfällern, die das machen. Sie gelangen ins Innere des Urwalds. Sie bleiben dort Wochen,
mindestens Wochen, manchmal Monate lang. Und sie müssen sich dort ernähren. Was bietet sich natürlich an? Bushmeat, was nichts anderes ist als Wildfleisch. Das kennen wir ja auch bei uns. Das Problem ist, dass im Urwald eben unsere nächsten Verwandten leben, Affen, Schimpansen, Gorillas. Und dass das natürlich erst einmal schon etwas ist, was wir schrecklich finden. Ich meine das ganz ernst. Und dass natürlich für Infektionserreger ein besonders schönes Spiel ist, denn von einem Affen, von einem Schimpansen, von Gorilla auf den Menschen zu springen, ist eben keine große Barriere, wie zum Beispiel von einem Kamel oder von einem Hühnchen auf den Menschen zu springen, obwohl wir gleich sehen werden, auch das klappt manchmal. Genau das passierte nämlich dann auch mit HIV, sprang auf die Menschen im Urwald über, in den Beginn des 20. Jahrhunderts schon, dann über die großen Autostraßen Afrikas, verbreitet über den Kontinent. Und irgendwann 1975 oder so kam dann Patient X, eine Person, man sagt immer, es war ein Steward, aber das ist reine fiktive Geschichte, entstieg ins Flugzeug und brachte den Erreger nach Europa oder die USA. Wahrscheinlich passierte es mit mehreren Infizierten. Aber so kam es dann, dass durch die Globalisierung vom Urwald, von der Wildnis über die Städte Afrikas in die USA, nach Europa, in die industrialisierte Welt ein Erreger gebracht wurde. Ebola haben wir bereits angesprochen. Ich will noch einen neuesten Keim Erreger nennen, das ist Zika. Zika wurde bereits 1945/46 in Uganda, also wieder auch in den Tropenwäldern Afrikas, erstmalig beschrieben, wurde weitgehend vernachlässigt, machte keine großen Sorgen, denn es gab nur klar harmlose Krankheitsfälle, eher grippeähnliche Fälle. Und dann breitete sich Zika langsam auf. Zika ist viel gemeiner, trickreicher als Ebola. Ebola ist ja ein rascher Killer, kommt, bringt den Menschen um und geht wieder, so ungefähr. Hier haben wir es mit einem trickreichen Erreger zu tun, der erst einmal wenig Erkrankungen hervorruft, sich deshalb auch besser ausbreiten kann, weil keine Warnsignale losgeht. Und dann war er in Lateinamerika angekommen. Eigentlich alle Länder Lateinamerikas, ich glaube außer Chile und Uruguay, haben nun Zika-Fälle gemeldet. Und wie gesagt, in den meisten Fällen harmlos, aber leider kommt es auch zu neurologischen Schäden bei Erwachsenen, Guillain-Barré-Syndrom, Schädigungen der Nerven des Gesichts, oder aber eben zur Mikrozephalie, den kleinköpfigen Babys, die geboren wurden, wenn die Mutter infiziert wurde während einer Zeit der Schwangerschaft. 2500 Fälle sind bereits in Kolumbien, Brasilien gemeldet, wahrscheinlich sind es mehr, auch in den USA bereits. Und dann stellte man einen Grund natürlich, dass die WHO Schwangere vor Reisen in Zika-betroffene Gebiete warnt. Wir könnten jetzt sagen, da ist ja Europa gut geschützt. Dem ist aber nicht so. Erstens, der Vektor Aedes ist ein recht robuster Kerl. Der kann auch in den südlichen Gefilden Europas und auch südlichen Gefilden Deutschlands ganz gut durchkommen. Und zweitens hat man festgestellt, dass Zika-Viren auch durch Geschlechtsverkehr übertragen werden, sodass wir also den Vektor gar nicht brauchen. Die WHO hat den weltweiten Zika-Notstand für beendet erklärt, was nicht heißt, dass die Krankheit besiegt ist, was nur heißt, dass wir glauben, dass wir jetzt gut genug gewappnet sind. Ich hoffe, dass es so ist, aber garantieren kann man das sicherlich nicht. Also, was tun bei Hotspots? Ich würde sagen, Vorbeugung zahlt sich aus, nicht nur ganz nah, sondern auch weit weg. Und wenn wir hier mehr unterstützen, dass die Grundversorgung, die medizinische Grundversorgung, idealerweise natürlich die Ungleichheit wegfällt, also die Grundversorgung verbessert wird, dann werden wir auch nicht bedroht werden von Krankheitserregern, nicht so häufig natürlich aus Ländern der Armut, wie sie besonders eben in Afrika sind. Bessere Versorgung mit Medikamenten, Therapeutika, Impfstoffen, die wir bereits haben, und Sie werden das noch einmal hören, bessere Hygienemaßnahmen. So einfach das klingt, die Hygiene ist und bleibt nun mal eine ganz bedeutende Maßnahme zur Verhinderung von Infektionen und Krankheiten.
Und ich denke, in der Forschung und Entwicklung müssen mehr Anreize und auch Vorgaben geschaffen werden, also Push und Pull auf gut Englisch, das heißt Anreize, aber auch in die richtige Richtung gedrängt. Ich darf daran erinnern, gegen Ebola gab es ja schon einen Impfstoffkandidaten, der wurde von Präsident Bush aufgerufen, unter der Ägide von Präsident Bush entwickelt, weil er damals bei ihm als Biowaffe in Frage kam. Der Impfstoff konnte nie getestet werden am Menschen, weil es eben zu wenig Fälle gab. Wäre der etwas weitergebracht worden, hätte man sehr früh noch eine Testung gegen Ebola durchführen können und den Impfstoff auch einsetzen können. Jetzt sind wir ja fast dabei. Massentierhaltung ist gar nicht so weit entfernt von der Wildnis. Und wir werden nun hier auch wieder sehen, dass Zoonosen eine besondere Rolle spielen. HIV, Marburg, Ebola, Lassa und Zika, das waren die Viren, die aus der Wildnis auf den Menschen sprangen. SARS, MERS, sind Keime, also Viren auch, die in erster Linie auf Märkten, auf Fleischmärkten oder Tiermärkten von Tieren auf den Menschen übersprangen. SARS, das Sevir, das schwere Atemwegssyndrom, das auf den Fleischmärkten in Südchina auf Menschen übersprang vom dort verkauften Fleisch. MERS, das Middle East Respiratory Syndrome, von Dromedaren und Kamelen auf den Märkten im Orient von den Tieren auf den Menschen übersprang. Und dann die typischen Erreger bei der Massentierhaltung, BSE bereits erwähnt. Die saisonale Grippe natürlich, die sich immer wieder auch in Tieren, in Tierstellen, würden wir besser sagen, ändern. Und dann die gefürchteten Erreger der Grippefamilie, die möglicherweise Pandemien hervorrufen, sei es die Schweinegrippe oder die Vogelgrippeviren. Wie Sie wissen, hat das Schweinegrippevirus H1N1 ja bereits geschafft, auf den Menschen zu springen. Gott sei Dank war es dann weniger gefährlich als gedacht. Die Grippevirusfamilie der Vögel hat es noch nicht geschafft, aber die Sorge bleibt bestehen. Wie Sie wissen, auf unserem Erdball leben etwa 7,5 Milliarden Menschen. Wir teilen diesen Globus mit 1,5 Milliarden Schweinen, 3,5 Milliarden Rindern, Büffeln, Schafen, Ziegen, 35 Milliarden Federtieren, seien es Hähnchen, Gänse, seien es Truthähne, Legehühner. Und bei Aquakulturen nimmt das immer mehr zu, mindestens 1 Milliarde Tonnen Fische, Krebstiere, Schnecken und so weiter. In China kommen etwa 10 Federtiere auf einen Chinesen, in den USA etwa 25 Federtiere, also Hähnchen und Hühnchen, auf einen US-Amerikaner. Und in Deutschland gibt es auch Gebiete. Im Bezirk Kloppenburg kommen 8 Schweine auf einen Menschen. Das ist natürlich ein Bezirk nur, aber trotzdem. Auch wir haben in bestimmten Bereichen ähnliche Situationen. Das ist ja klar, dass das ein Nährboden für neue Erreger ist, denn diese Tiere haben nicht den Platz, den wir als Menschen zur Verfügung haben. Sie sind eingeengt, sie sind eingezwängt. Und dann können natürlich neue Erreger ausbrechen. Und noch etwas. Und das ist die Antibiotikaresistenz und die großzügige Ausgabe von Antibiotika in der Massentierzucht. Klar, wenn die Tiere so eng gefercht leben, kommt es schon zu Infektionen. Und 15% der Antibiotika, die verbraucht werden, gehen dann auch in die Therapie von Infektionskrankheiten in Zuchttieren. Das ist verständlich. 30% werden zur Prävention eingesetzt. Das ist schon etwas schwieriger zu deuten, denn häufig wird da großzügig Prävention betrieben, ohne dass man weiß, ob überhaupt der Krankheitserreger wirklich schon in dieser Bedeutung und dieser Macht da ist. Aber, und das ist der besondere Satz, mehr als die Hälfte aller Antibiotika in der Tiermedizin gehen in Leistungsförderung. Das ist die Ausgabe von Antibiotika in relativ niedrigen Dosen, um Wachstum, um Muskelmasse zu fördern. In den USA sind es etwa 13.000 Tonnen. Ich habe etwas alte Daten von 2009. Annahme ist ganz sicher, dass die Daten jetzt eher höher sind in den USA. Das sind 80% aller Antibiotika, die in Amerika, in den USA verwendet werden, werden nicht für den Menschen eingesetzt, sondern für die Tierzucht. In Deutschland sind es immer noch 1.200 noch was.
Tonnen, das ist immer noch mehr, als in der Humanmedizin verwendet werden. Nun können Sie natürlich argumentieren, eine Kuh ist auch größer als ein Mensch, das stimmt, aber es ist trotzdem Fakt, dass noch immer mehr Antibiotika in die Tierzucht gehen als zur Behandlung von Infektionskrankheiten beim Menschen. Die Schätzung des Antibiotika-Verbrauchs in der Tierzucht ist außerordentlich schwierig. Insbesondere die BRICS-Staaten nehmen enorm zu. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Irgendwo zwischen 60.000 und 250.000 Tonnen. Tendenz eindeutig steigend. Warum ist das eigentlich so? Warum verwendet man Antibiotika als Nahrungsverstärker, als Wachstumsverstärker? Nun, Antibiotika, besonders in niedrigen Dosen, töten einige Bakterien ab, aber nicht alle. Das ist also eine Verringerung der Biodiversität, über die wir heute schon mal etwas gehört haben, in jedem Magen, wo sowas stattfindet, jedem Darm, besser gesagt, Entschuldigung, hier reden wir jetzt von Zuchttieren, Schweinen, Hühnchen und Rindern. Es bleiben bestimmte Bakterien übrig und das sind besonders gute Futterverwerter. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Mensch das Futter besser verwerten kann oder in diesem Fall das Tier. Und es kommt zur Gewichtszunahme, zu mehr Muskelfleisch, später dann auch zu mehr Fett. Das Problem ist, es ist nicht nur, dass Antibiotika eingesetzt werden, legeartis, also richtig, sie werden meist unterdosiert eingesetzt, was natürlich richtig ist in diesem Fall, aber schlecht ist für die Antibiotikaresistenz, denn genau dadurch werden resistente Keime hervorgerufen. Da ist ja schon ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass in den USA McDonald's versprochen hat, in diesem Jahr nur noch antibiotikafreie Hähnchen zu verwenden, in seinen 14.000 US-Filialen. Es ist deshalb ein Hoffnungsschimmer, weil in den USA noch immer keine Gesetze zur Einschränkung des Antibiotikagebrauchs zur Tierzucht und als Nahrungsverstärker, als Wachstumsverstärker gibt. Europa ist da etwas besser und Deutschland, seit 2006 haben wir ein Verbot von Antibiotika zur Leistungsförderung in Deutschland. Aber leider ist nicht alles Gold, was glänzt. Bitte nehmen Sie die Daten mit etwas Skepsis. Das sind immer so Einzelbefunde, die in die Presse kommen, aber sie sind schon illustrierend. 9 von 10 Puten erhalten Antibiotika, sagt das Nordrhein-Westfälische Landesamt für Verbraucherschutz 2015 oder 16. 88% aller Stichproben, wohlgemerkt Stichproben, von Putenfleisch bei Discounterläden mit resistenten Bakterien sogar kontaminiert. MRSA, darauf komme ich gleich, ist ein resistenter Stamm von Bakterien. Das ist eine Stichprobenuntersuchung des Bundes. Übrigens, was mich verblüfft hat, als ich nochmal in die Literatur ging, wissen Sie, dass der Antibiotika-Einsatz zur Wachstumsförderung in der Tiermast gar nicht so viel bringt? Unter unseren sauberen Bedingungen lediglich 5%. Das bedeutet also, statt $1 oder 1 Euro, 1,05 Euro. Das ist eigentlich sehr wenig. Und es fragt sich, ob das wirklich so sinnvoll ist. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema, nämlich Antibiotika und Resistenzen und die Situation bei uns, dem Menschen. Die Schlagzeilen, alle paar Monate kommt es. Jetzt war wieder Stuttgart-Cannstatt in den Schlagzeilen vor ein paar Tagen. Jetzt der Bericht, wie gesagt, der etwas durchaus tendenziöse Bericht von ARD plus minus. Multiresistente Keime haben unsere Kliniken erobert. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt und in vielen Orten auf diesem Globus noch viel mehr, sodass sich sogar die Generalversammlung der Vereinten Nationen bemüßigt fühlte, ein Thema Antibiotikaresistenz auf der Hauptversammlung zum Thema zu machen. Also, die Gefahr ist erkannt, leider ist sie noch nicht gebannt. Die größten Sorgenkinder bringe ich jetzt nicht weiter. Das sind nur die Worte, Sie sehen, sind lauter Abkürzel, brauchen sich auch nicht merken. Ich bringe 2, 3 gerade mal. MRSA, das heißt Staphylokokken, Staphylococcus aureus, das steht für SA. MR steht für Methicillinresistenz. Das heißt aber nicht, die Keime sind nur gegen Methicillin resistent. Sie sind gegen fast alles, alle Standardantibiotika resistent, einschließlich des bis vor kurzem letzten Mittels, nämlich Methicillin.
beträchtliche Zahlen an Fällen, mit 40.000 Fällen in Deutschland mindestens, wahrscheinlich sogar deutlich höher. Vancomycin-resistente Enterokokken sind ein anderes Problem. Lassen Sie mich nur noch eins bringen, das ist NDM. NDM steht für New Delhi, Metallo-Antibiotika. ND steht für New Delhi, das heißt, der Keim wurde erstmal beschrieben in Neu-Delhi und es gilt als ziemlich gesichert, dass der Keim von Personen nach Europa gebracht wurde, in erster Linie erstmal nach England, die dort chirurgische Operationen vornahmen, chirurgische Eingriffe vornehmen ließen, besonders schönheitschirurgische Eingriffe. Es ist halt dort billiger, aber so kam eben dieser Keim im Sinne einer Globalisierung von New Delhi nach Deutschland. Und das soll gar nicht New Delhi jetzt schlecht machen, auch bei uns, wie wir wissen, passiert es ja. Nehmen Sie nur einmal das Beispiel, wenn immer ein Antibiotikum eingesetzt wird, dann kommen auch gleich die Resistenten. MRSA, Ende der 70er Jahre eingesetzt, Resistenzen bis zu 40-50% innerhalb von 20 Jahren. Vancomycin-resistente Enterokokken ähnlich und auch für diese anderen schrecklichen Abkürzel genauso. Also die Resistenzentwicklung ist etwas, das wir nicht vermeiden können. In Deutschland stehen wir sogar relativ gut da mit einmal 12% MRSA. Vergleichen Sie das mit den 40%, die ich eben gebracht habe. Aber ich denke, auch 12% sind 12% natürlich zu viel. Und wo passiert das alles? Natürlich erstmal in den Krankenhäusern, eben wo Kranke sind, Immungeschwächte sind, wo sehr viele Antibiotika verabreicht werden und wo eben natürlich Nosokomialinfektionen, also Krankenhausinfektionen, sehr häufig vorkommen. Bei etwa 5% aller Klinikpatienten, etwa 600.000 in Deutschland, in dem schon zitierten Bericht plus minus, sprach man, glaube ich, von 1 Million. Etwa die Hälfte ist in vielen Kliniken bereits einfach oder multiresistent, also schwerer oder gar nicht behandelbar. Und das führt dann zu etwa 15.000 bis 30.000 Todesfällen. Und die Kosten sind wieder enorm, auch hier brauche ich gar nicht näher eingehen. Deutschland 1 bis 2 Milliarden Euro pro Jahr, Europa, also die EU etwa 7 Milliarden. Aber weltweit werden die meisten Antibiotika nicht in den Krankenhäusern verabreicht, sie auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung in den Krankenhäusern, sondern in Arztpraxen verschrieben. In Deutschland sind es fast 90% aller Antibiotika und in vielen Ländern, gerade in BRICS-Staaten werden Antibiotika auch weiterhin rezeptfrei verkauft. Und häufig schluckt auch jemand, auch bei uns in Deutschland, überlegen Sie, ob Sie es auch schon mal hatten, jemand das Medikament, das jemand seiner Frau oder seinem Mann oder was auch, wem auch immer verschrieben wurde, weil man eben auch fühlte, man fühlt sich krank. Sehr risikoreich. Gerade zu dieser Jahreszeit gilt, dass etwa 1% aller Deutschen, also einer von 100, Antibiotika einnimmt, zu irgendeinem Zeitpunkt des Tages. In dieser Menge etwa schätze ich das 1-2, ich würde sagen vielleicht eher mehr, denn diese Zeit ist ja eine typische Antibiotika-Jahreszeit mit Heiserkeit und Schnupfen. Frankreich 3%, Griechenland 4%, wir wollen jetzt hier nicht irgendwelches Unterschiede zwischen Deutschland und Griechenland. Es gab ja so eine Zeit, wo das immer gerne gemacht wurde, aber es ist natürlich enorm, wie viel Antibiotika geschluckt werden. Klar, Multiresistenzen und teuer. Wenn diese Antibiotika eben auch richtig eingesetzt werden und helfen, dann kann man das ja noch verstehen. Leider aber ist es so, dass in den meisten Fällen, nämlich gerade bei Atemwegssymptomen, also Husten, Heiserkeit, Schnupfen, Antibiotika nicht wirken, denn meistens sind es Viren, die diese Krankheiten hervorrufen. Eine Studie in den USA hat gezeigt, dass etwa 40 Millionen Patienten jährlich antibiotisch behandelt werden. 2/3 der Patienten wirkt das gar nicht, weil es virale Infekte sind. Und nur bei 1/3 sind die Antibiotika richtig verschrieben und eingenommen worden. Entschuldigung. Dabei begann das alles so vielversprechend. Hier in Berlin, eigentlich dann später in Frankfurt, hat Paul Ehrlich Salvasan entwickelt gegen die Syphilis, die ein extremes Problem in Berlin früher und allen Großstädten Europas war. Alexander Fleming dann Penicillin, Gerhard Domag Sulfonamide, Selman Waksman Streptomycine und dann hatte das Interesse in der Industrie enorm zugenommen. In den nächsten 30 Jahren, von 1950 bis 1980, wurden 200 neue Antibiotika entwickelt und von da an, meine Damen und Herren, von da an ging es schon bergab.
1980 bis 2010 waren es nur noch 55 und dann immer weniger. Zurzeit haben wir gerade mal 40 Antibiotika in der Entwicklung. Und das zu einer Zeit, wo die Resistenzen gegen die vorhandenen Antibiotika immer mehr zunehmen und wir daher eigentlich dringend neue Antibiotika nehmen. Warum können wir da nicht Schritt halten? Nun, das ist sicherlich eine finanzielle Sache. Antibiotika sind teuer, aber sie sind natürlich preisgünstig im Verhältnis zu anderen Medikamenten. Für 100 bis 1000 Euro können Sie die meisten Infektionskrankheiten, für die es Antibiotika gibt, heilen oder zumindest gut behandeln. Vergleichen Sie das mit einer Behandlung eines Krebses, da reden wir von 10.000 bis 100.000 Euro. Die Behandlungsdauer ist relativ kurz, häufig Wochen, selten Monate, wie bei der Tuberkulose zum Beispiel. Aber bei bestimmten chronischen Erkrankungen, hohen Blutfettwerte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und so weiter, da wird häufig lebenslang behandelt. Das ist natürlich finanziell sehr viel attraktiver. Der Patentschutz für Antibiotika ist meistens sehr kurz, denn ein Antibiotikum soll erst dann zum Einsatz kommen, wenn die anderen bereits verfügbaren Antibiotika nicht mehr wirken. Das macht ja Sinn, denn wir wollen ja nicht schon eine Resistenz herstellen gegen ein neues Antibiotikum, wenn wir noch andere Möglichkeiten haben. Das Antibiotikum ist also erstmal ein Reservemittel. Das bedeutet aber für den Verkäufer, für die Industrie, das Antibiotikum steht erstmal nur im Schrank und muss warten, bis die Resistenz da sind. Die kommen natürlich, um dann dieses Antibiotika auch einsetzen zu können. Und schließlich, Antibiotikaresistenzen machen häufig ein Erreger immun, also unempfindlich gegen eine ganze Klasse von Antibiotika. Für Medikamente, Antibiotika, die sehr ähnlich sind, ist das eben dann für alle ein Stoppschild. Keines wirkt dann mehr. Ich denke, wir müssen Antibiotika erst ganz neu anschauen und Antibiotika als eine nicht erneuerbare Ressource mit einer nachhaltigen Anwendung sehen. Ein Antibiotikum, das resistent ist, ist verbrannt. Sie konnten es noch nutzen, Ihre Kinder nicht mehr. Und wie ich Ihnen bereits sagte, neue Antibiotika, da haben wir ganz klar einen Rückstand. Und wenn die Situation in den Industrieländern grau ist, dann ist sie in den Entwicklungsländern tiefschwarz. Das zeigen die Beispiele der multiresistenten, extrem resistenten Tuberkulose, die ich gleich noch mal kurz bringen werde. Bereits heute können wir sagen, dass ein Viertel aller Todesfälle durch resistente Erreger, letztendlich nämlich durch den Erreger der Tuberkulose, ausgelöst werden oder darauf zurückzuführen sind. Ich schenke mir das aus Zeitgründen und wir können ja gerne nachher noch mal was tun, bereden. Lassen Sie mich kurz die Tuberkulose erwähnen. Ein Bericht aus einer der wichtigsten Wissenschaftszeitschriften, Nature, publiziert im Jahr 2013, hat einmal verglichen, welches der tödlichste Krankheitserreger ist. Und wie Sie hier sehen, ganz klar ist dies die Tuberkulose. In den letzten 200 Jahren starben mehr als 1 Milliarde Menschen an Tuberkulose. Mehr als an Pocken, Malaria, Pest, Influenza, also Grippe, Cholera, AIDS zusammen. Nun können Sie ja sagen, das ist Vergangenheit, heute ist das anders. Leider ist es dem nicht so. Auch heute ist die Tuberkulose die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. 10,4 Millionen Menschen erkranken jedes Jahr an diesem Erreger, 1,8 Millionen Menschen sterben, mehr als an jedem anderen Krankheitserreger. Interessant übrigens, dass wir nicht mit einem Abstieg derzeit rechnen oder eher einen Anstieg rechnen müssen. Von 2014 auf 2015 gab es 800.000 mehr Krankheitsfälle, also eine Erhöhung um 800.000 Krankheiten und mehr 300.000 Todesfälle. Vergleichen Sie das nur noch einmal mit den 12.000 Todesfällen durch Ebola. Hier sind plötzlich mal schnell 300.000 mehr Menschen an einer Erkrankung in einem Jahr gestorben. Und es kommt noch schlimmer. Schauen Sie sich diesen Mann an, den ich in Südafrika kennengelernt habe, der übrigens einverstanden ist, es gilt für alle Bilder, die von mir stammen, einverstanden ist, dass ich sein Gesicht auch zeige. Dieser Mensch strahlt doch eine Ruhe aus und auch eine Zufriedenheit. Und trotzdem ist er an multiresistenter Tuberkulose erkrankt. Täglich muss er 6, 7, 8 Medikamente schlucken. Dieses Plakat von Medicine Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen, zeigt es vielleicht am deutlichsten. Eine multiresistente Tuberkulose ist zwar noch behandelbar, aber diese Menschen müssen über 2 Jahre knapp
15.000 Medikamente, 15.000 Pillen schlucken und das mit einer 50-prozentigen Heilungschance. Sicher nicht zufriedenstellend. Etwa 500.000 multiresistente Tuberkulosefälle gibt es bereits. Die meisten in Absolutzahlen finden wir in Indien, China und Russland, aber auch unter den neuen Tuberkulosefällen, also proportional gesehen, sehen wir, dass gerade Osteuropa durchaus betroffen ist und auch ein Land der Europäischen Union mit Estland in den hohen Listen mit dabei ist an betroffenen multiresistenten Tuberkulosefällen. Und das ist noch nicht das Ende. 2013 berichtete Time über eine Tuberkulose, die nicht mehr heilbar ist, die sogenannte XDR, extrem resistente Tuberkulose, erst in Indien, dann auch in China und jetzt in 105 Staaten auf dieser Erde. Die Bilder dazu stammten von James Nachtwey, der ein bekannter Kriegsfotograf ist und sich um 2005 entschieden hat, einen anderen Krieg zu fotografisch festzuhalten, nämlich einen Krieg der Mikroben gegen den Menschen. Und in 2013 hatten wir auch die Ausstellung seiner Bilder hier. Ich würde jetzt gerne ganz kurz mal einen Film zeigen. Auch hier gilt übrigens, dass Jim Nachtwey mit all diesen Personen monatelang häufig zusammenlebt und auch er bei allen Bildern die Erlaubnis hat, diese zu zeigen. Ich finde sie sehr beeindruckend. Sie sagen mehr als Worte. Wie kann das eigentlich sein? Wir haben doch Diagnostika, Medikamente und sogar einen Impfstoff gegen Tuberkulose. Ja, wir haben einen Impfstoff, den Sie wahrscheinlich auch noch kennen, die Älteren unter uns zumindest, BCG. BCG ist heute weiterhin im Einsatz, nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern, insbesondere in den ärmeren Ländern. Es ist der häufigst gegebene Impfstoff jetzt überhaupt, mit etwa 4 Milliarden Impfungen bislang. Er hilft auch gegen schwere Verläufe der Tuberkulose bei Kleinkindern, aber er gibt keinen Schutz gegen die häufigste Krankheitsform der Tuberkulose, die Lungentuberkulose in Altersgruppen. Wir hier in Berlin haben uns im Institut, Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie, entschlossen, unser Wissen in der Immunologie gegen den Tuberkuloseerreger anzuwenden auf die Impfstoffentwicklung. Und das ist uns auch gelungen. Wir haben nun einen Impfstoffkandidaten, der in präklinischen Studien sehr gute Wirkung zeigt, außerordentlich sicher ist, den wir dann an VPM weiter lizenziert haben, die ihn dann an das Serum Institute of India lizenziert haben. Übrigens der größte Impfstoffhersteller der Welt, nicht GSK, GlaxoSmithKline, das ist der größte Hersteller der Welt, nach Dosen, nicht nach Einnahmen. Und dieser bringt nun den Impfstoff weiter durch die klinischen Studien. Wir haben bereits Sicherheitsstufen-Studien durchgeführt und erste Studien auch auf Immunogenität in Erwachsenen. In diesen ist er sicher und immunogen. In Kleinkindern, auch in solchen, die HIV exponiert sind, auch hier ist der Impfstoff immunogen und sicher. Und wir sind jetzt dabei, den Impfstoff
zu beantragen, eine Effizienzstudie zu sehen, ob der Impfstoff auch in Kleinkindern schützt. Und parallel dazu beginnt nun bereits eine Studie in Indien, ob der Impfstoff auch in Erwachsenen schützen kann, und zwar verhindern kann, einen Wiederausbruch der Tuberkulose an früheren TB-Patienten, die durch Medikamente geheilt wurden. Glauben Sie es oder nicht, 10% dieser Menschen erleben noch einmal eine zweite Tuberkulose. Sie sind also eine Hochrisikogruppe, und hier wollen wir sehen, ob der Impfstoff eben auch diesen zweiten Ausbruch verhindern kann. Ich denke, auch für die Tuberkulose gilt, Vorbeugen zahlt sich aus, nicht nur ganz nah, sondern auch weit weg. Wir brauchen bessere Versorgung mit Medikamenten. Wir brauchen klar bessere Diagnostika und bessere Impfstoffe. Und Forschung und Entwicklung muss weitergetrieben werden, denn wir brauchen alle drei, denn nur mit allen drei, Impfstoff, Diagnostika und neue Medikamente, können wir die Tuberkulose besiegen. Und am besten wahrscheinlich in Partnerschaften zwischen Privatindustrie und Öffentlichkeit, also Public-Private Partnerships. Denn das Interesse der Industrie ist gering. Es ist nicht null, aber es ist gering. Und ich denke, dass wir eine Verpflichtung haben, hier mehr zu tun, auch als Bürger dieser Welt. Nach all diesen schrecklichen Nachrichten ganz kurz zum Schluss nun noch, warum Mikroben doch nicht immer nur schlecht sind und uns umzubringen versuchen, sondern uns auch helfen können. Wie schon mal gesagt, 7,5 Milliarden Menschen leben auf dieser Erde, und auf jeden Menschen leben 2000 Milliarden Bakterien, innen, außen, im Darm besonders. Etwa 10 hoch 21 Bakterien, eine Zahl, die ich gar nicht kenne eigentlich, eine Trilliarde, musste ich nachschlagen, Bakterien leben also auf der gesamten Menschheit. Sie machen etwa 1,5 Kilogramm aus, die meisten finden wir im Darm, aber auch auf der Haut, im Mund-Rachen-Raum und an anderen Körperstellen. Wir gehen davon aus, dass irgendwo zwischen 10 hoch 12 bis 10 hoch 14 Keime das sind. Da gibt es furchtbar schwierige Schätzungen oder ungenaue Schätzungen. Ich bin mal jetzt sehr konservativ. Es klingt eigentlich viel schöner, wenn wir 10 hoch 14 sagen könnten, aber wahrscheinlich ist das sehr hochgegriffen. Etwa 500 bis 1000 Arten. Wir haben also mindestens so viel bakterielle wie humane Zellen. Und wenn wir 10 hoch 14 Bakterien annehmen, wie es gerne gemacht wird, dann sind wir mehr Bakterien, quantitativ gesprochen, als menschliche Zellen. Aber wir wissen natürlich, dass Hirnzellen was anderes sind als bakterielle Zellen, aber darüber können wir ja später nochmal reden. Wichtig ist, dass es die Mischung ist, die was ausmacht. Es ist also nicht ein definiertes Mikrobiom oder eine definierte Biopopulation in unserem Darm. Es sind immer wieder andere Mischungen. Und sie können fast als individueller Fingerabdruck genutzt werden. Wenn Sie eine Woche in einem Hotel sind, einen Fingerabdruck, dann kann man sehen, wer da gewohnt hatte aufgrund des Mikrobioms. Und Sie und Ihre Frau oder Ihre Kinder, die häufig zusammenleben, aber auch Ihr Hund oder Ihre Katze, gleichen sich enorm an. Das Mikrobiom wird also ähnlicher. Übrigens in den USA wird erstmals das Ganze auch in der Forensik ausprobiert. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, denn viel wichtiger für mich ist natürlich das Mikrobiom bei Gesundheit und Krankheit. Ich will hier nur zwei kleine Fälle bringen, wo Sie sehen können, wie wichtig das Mikrobiom für unsere Gesundheit und Krankheit ist. Es gibt nun ganz, ganz viele Beobachtungen, die klar zeigen, das Mikrobiom hat verschiedene Einflüsse, die recht gut belegt sind, besonders bei Obesitas, Adipositas, also bei hohem Übergewicht, bei metabolischen Erkrankungen, Entzündungserkrankungen und auch beim Kolorektalkrebs. Andere Untersuchungen sind noch etwas wackeliger. Da kommt es immer darauf an, wie viel Mut man hat oder wie viel Mut man hat, bestimmte Erkrankungen damit zusammenzubringen. Da ist recht gut abgesichert, ist Psoriasis, Refluxösophagitis, Sie kennen diesen Reflux bei Magenübersäuerung und Lebererkrankungen. Und eine ganze Reihe psychiatrischer Erkrankungen wird ebenfalls in Zusammenhang gebracht. Lassen Sie mich ein etwas einfaches Beispiel bringen, und das sind die Durchfallerkrankungen durch Clostridium difficile nach Chemotherapie. Clostridium difficile ist ein ganz übler Bursche, ist ein Krankheitserreger, der Durchfallerkrankungen hervorruft und der dann immer zum Ausbruch kommt, wenn Sie eine antibiotische Behandlung durchgemacht haben. Wenn Sie zum Beispiel vor einem schweren chirurgischen Eingriff antibiotisch behandelt werden, kann es dazu führen, dass Clostridium difficile ausbricht. Bereits 40% aller Menschen tragen den Keim in sich.
ohne Probleme, solange sie gesund sind, denn der Keim wird in Schach gehalten vom Magen, vom Darmmikrobiom. Erst wenn das Darmmikrobiom durch antibiotische Behandlung reduziert wird, kann er ausbrechen und dann haben Sie das Problem. Nun ist die Behandlung natürlich schwierig, denn der resistente Keim kann ja nicht mit Antibiotika behandelt werden. Und es hat sich gezeigt und auch durchgesetzt, dass die beste Behandlungsoption Rekolonisierung mit normaler Darmflora ist. Das geht nicht über den Mund, sondern durch die andere Öffnung. Das ist nicht ganz so unappetitlich, wie es vielleicht erstmal klingt. Aber es ist und bleibt die beste Behandlungsmethode, wie wir es seit einigen Jahren wissen. Ein anderes Beispiel ist das schwere Übergewicht, Adipositas oder Obesitas. Wie Sie wissen, ist dies ein enormes Problem. Etwa ein Viertel aller Deutschen leiden bereits unter einem extremen Übergewicht. In den USA sind es bereits 35%, weltweit über 10%, vielleicht bereits schon mehr. Nun kann man natürlich sagen, das ist genetisch gesteuert und es ist natürlich auch eine Frage der Kalorieneinnahme. Aber erinnern Sie sich doch noch mal an die Tierzucht, die Massentierzucht und an die Leistungsförderung durch Antibiotika. Es ist jetzt ziemlich sicher durch Tierversuche, erstmal beim Menschen auch, Zwillinge, die nicht zusammen wohnen, da gibt es dann einige, der lebt hier und der andere weit weg. Der eine ist schwergewichtig, der andere ist normalgewichtig. Wenn Sie auf das Mikrobiom schauen, sehen Sie, dass sich das deutlich unterscheidet. Und wir wissen auch in der Zwischenzeit, dass die Mikroorganismen im Mikrobiom des Schwergewichtigen deutlich anders sind. Und wir wissen auch, welche das sind. Und wir wissen, dass das auch Keime sind, die assoziiert sind mit Übergewicht, schwerem Übergewicht. Im Mäuseversuch und in anderen Tierversuchen können Sie wunderbar zeigen, dass wenn Sie das Darmmikrobiom eines schlanken Mäuschens nehmen und das auf ein fettes Mäuschen übertragen oder auch umgekehrt, können Sie das Ganze umwandeln. Die Dünne wird dick und der Dicke wird dünn durch die Übertragung des Mikrobioms. Ist also gewissermaßen eine übertragbare Krankheit, aber ganz, ganz sicher nicht der einzige Faktor. In der Zwischenzeit aber können wir klar sagen, dass hier eine klare Abhängigkeit ist des Mikrobioms und wir wissen in der Zwischenzeit weit mehr über die Art der Bakterien, die dafür verantwortlich sind. Jetzt denkt man natürlich im Augenblick nach, wie man selektiv das verändern kann, um eben auch die Adipositas zurückzudrängen. Umgekehrt denken Leute übrigens auch schon nach, Unterernährung damit nicht zu heilen, aber doch zu beeinflussen, indem man dort eben gerade das für schwergewichtige, gut verwertende Mikrobiom überträgt in Kinder, die unter Nahrungsmangel leiden und unterernährt sind. Durch Antibiotika, das hat man ja gezeigt beim Tier, kann man eben auch das Körpergewicht anheizen. Und wenn man es übertreibt, kommt es dann eben auch zu Adipositas, also nicht nur zu Muskelwachstum, sondern auch zur Zunahme des Fettgewebes. Auch beim Menschen wurde das in Beobachtungsstudien gezeigt. Und ich denke, hier schließt sich dann der Kreis zur Massentierzucht. Das beschäftigt derzeit viele Menschen und es ist natürlich interessant, in den USA gibt es bereits Do-it-yourself-Kits für Stuhltransplantate. Auf YouTube finden Sie auch einen Film, in dem Sie sehen können, wie Sie das bereiten, ein Mixer, Infektionsschutz und so weiter. Ich kann nur sagen, nicht empfehlenswert und bitte Sie, dieses, das Einzige, was ich eigentlich die Bitte zu beherzigen, sicher nicht empfehlenswert. Klar ist aber, dass wir mit unserem Mikrobiom, also mit unseren Mitbewohnern, während der Ernährung und bei einer Erkrankung sehr viel mehr Rücksicht nehmen sollten und sehr viel bewusster mit ihm umgehen sollten. Große Teile unseres Wohlbefindens, große Teile bestimmter Erkrankungen, nicht klassischer Infektionskrankheiten, hängen eben mit der Zusammensetzung unseres Mikrobioms zusammen. Und es ist klar, dass wir hier noch sehr, sehr viel mehr Forschung und Entwicklung benötigen. Anfangs hatte ich gesagt, wie hängen diese vier Punkte zusammen? Ich hoffe, das ist jetzt viel klarer. Mikrozephalie und Zika-Viren. Die Stichproben zu der Resistenzentwicklung und Resistenzen in der Tierzucht, aber auch in Kliniken und durch die großzügige Verabreichung bei Erkrankungen, besonders der Atemwege, wo Antibiotika nicht indiziert sind. Der erfolgreichste Krankheitserreger bleibt erstmal nicht zu stoppen. Ich hoffe, dass unser Impfstoff erfüllt, was er verspricht derzeit und Wirkung zeigt. Das werden wir immerhin noch in den nächsten Jahren sehen.
Und Minister Gabriel unterzog sich der Magen-OP, auch weil er Diabetes hatte. Aber das ist ja eine Folgeerkrankung eines Übergewichts. Und da haben wir eben gerade gesehen, das Mikrobiom spielt eine große Rolle. Ja, Mensch und Mikrobe gehen doch noch immer eine empfindliche Balance ein. Ich komme jetzt zum Schluss, meine Damen und Herren, und wollte Ihnen gerade noch einen Satz von Albert Einstein zitieren. Macht die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Ich bin das Risiko eingegangen, immer etwas zu vereinfachen. Wenn was unklar war oder Ihnen zu vereinfacht war, bitte ich Sie um Verständnis. Und wir können dann das auch gerne auf einem anderen wissenschaftlichen Niveau noch mal diskutieren. Wenn Sie Interesse an dem Thema haben, empfehle ich ein Buch, obwohl es schon etwas älter ist. 2010 erschien die zweite Auflage von Wächst die Seuchengefahr zu den globalen Epidemien. Eigentlich habe ich das weitgehend vorausgesagt, was zwischen 2010 und 2016 so passiert ist. Es gibt da auch so eine CD, die das ein bisschen während dem Autofahren beschallen kann. Die neuesten Daten finden Sie in diesem Buch Mut zur Nachhaltigkeit, denn das erste Buch war ein Buch einer Serie mit den verschiedensten Fragen zu einer nachhaltigen Welt. Und wir haben ein Update in diesem Buch dann veröffentlicht, alle 12 Autoren dieser Serie. Und jetzt danke ich Ihnen herzlichst für Ihr Interesse. Dankeschön. Applaus